Weiter geht's. Der Hamburger Sportverein trifft auf den VfB Stuttgart. In der nächsten Partie. 2 Minuten, wir legen direkt mit der Zeitstrafe los. Hier noch technische Probleme. Die Halbuhr war noch nicht richtig eingeblendet. Jetzt läuft das Spiel aber. Schauen, wie nutzt der HSV die Überzahl. 1:10 noch in Überzahl. Wichtig jetzt immer schnell zu spielen, kleine 2-gegen-1 Situation zu schaffen und wenig, eigentlich genau das, was sie gerade machen, wenig zu machen, in diese 1-gegen-1 Situation zu gehen. Völlig unnötig in dieser Zahlenkonstellation. Beobachten wir aber viele, viele Jahre wieder. Ja, hier Christian Westermann am Ball, deswegen Schiedsrichterball. Ball verbleibt aber beim Hamburger Sportverein. Die nach dem 1:1 gegen Schalke 04 und dem 2:3 gegen Arminia Bielefeld jetzt den ersten Dreier einsacken wollen. Die Stuttgarter dagegen mit 6 Punkte Traumstart. 3:1 gegen Werder Bremen und 2:1. Gegen Fortuna Düsseldorf. Stark gespielt und jetzt haben sie die Überzahl ausgespielt. Wie sich das gehört. Prince Kasi mit dem Treffer. In die Tiefe, rechts rausgespielt und dann zurück ins Zentrum. Jonas van Hartig mit dem Assist. Nächste Foulspiel. Diesmal durch Luca Reger. Hamburg wieder am Ball. Ja, intensive Duelle. Von Anfang an hier. Beide Mannschaften wollen sich das Abendessen nochmal verdienen und geben hier nochmal richtig Gas. Keine einfache Partie für Westermann, der sein 4. Spiel heute pfeift. Also auch der weiß heute Abend, was er getan hat. Gute Leistung bis hierhin vom Blasshammer Schiedsrichter. Starker Ball. Ja, kriegt Yannick Oettinger im ersten Kontakt nicht verarbeitet. Blockwechsel bei den Hamburgern. Lieblingsverein von Turniergründer Heinz-Dieter Holsing. Tritt gegen Brustkorb.
wichtig zu unterbrechen. Einmal gucken wir Romeo Blikic, ob da was zurückgeblieben ist. Scheint aber wieder zu gehen. Noch starke Drehung. Starker Abschluss, Aluminium. Dann gutes Gegenpressing hier, direkt von Yasin Rouzani. Sofort wieder unterwegs war. Und jetzt Handspiel. Blockwechsel beim VfB. Diese Handlungsschnelligkeit ist immer wieder beeindruckend bei ganz vielen Mannschaften. Wie schnell Situationen erkannt werden, wie schnell wieder sofort umgeschaltet wird auf den anderen Moment. Spiel über die Bande hier. Fast die Abschlussaktion für Marcel Niklas Zim. Jetzt der VfB wieder auf dem Weg nach vorne. Schussversuch durch den National. Torhüter Florian Heldstern, U16-Nationalkeeper. Abschlussversuch. Die Hamburger ja auch mit einer großen Turnierhistorie, 19 Teilnahmen, genau wie der VfB Stuttgart. Insgesamt stehen hier 5 Cup-Gewinne auf der Platte, zweimal der HSV 2009 und 2014. Und der VfB Stuttgart 2003, 2011 und 2013. Also vor 10 Jahren die Stuttgarter hier zuletzt erfolgreich. Beide mit großen Namen. Wir haben Stuttgart vorhin im Spiel davor schon genannt. Vom Hamburger SV, aber auch bekannte Namen hier auf der Platte gewesen. Wie Skodran Mustafi, Levin Öztunali, der Uwe Seeler Enkel. Jan-Fieter Arp war hier. Jonathan Tah, auch Verteidiger jetzt von Bayer Leverkusen, auch für den HSV hier. Und natürlich viel noch in Erinnerung hier 2014, Topscorer Mats Köhlert, mittlerweile Profi beim SC Heerenveen in den Niederlanden. Er begeisterte auch und führte den HSV hier zum Titelgewinn. So, hier mit ein bisschen Glück und Verstand steht die Null vor dem Tor des HSV. Klasse rübergelegt, jetzt die große Möglichkeit, aber wieder vereitelt durch Heldstern. Also wenn Stuttgart weit kommen sollte, wird er definitiv einer der Top-Favoriten auf den Torhüter des Turniers sein. Vom Spielen, aber auch von der Kommunikation her. Starke Spiele und auch das 2 Gegentore in 2 Spielen. Jetzt 3 im dritten. Ja, Foulspiel, richtig entschieden. VfB wechselt. Minuten noch auf der Uhr. In diesem viertletzten Spiel am heutigen Abend. Hamburger spielen eine vergleichsweise schwache Saison,
außen auf dem Feld. Nächster Abschlussversuch hier von Sohrab Zamandri. Sonst in der Vorbereitung auf den Cup, die Hamburger in der Regionalliga mit ihrer U16 immer unter den ersten 3, 4 Mannschaften zu finden. Dieses Jahr 10. 18 Punkte in 13 Spielen. 4 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, haben allerdings auch schon ein Spiel mehr. Hakt vor allen Dingen an der Offensive, die viertschwächste Offensive der Liga. Dafür defensiv recht stabil. Haben die 5 beste Defensive. Wichtigen Spiele für die Hamburger. 1-1 im Derby gegen St. Pauli. Gegen die beiden anderen Kontrahenten hier im Teilnehmerfeld. Gegen Werder Bremen gab es draußen eine 1-3 Niederlage. Gegen Wolfsburg eine 2-3 Niederlage. Also die Bilanz in diesem Jahr nicht so positiv. Wertvoller, kann dann auch eine gute Hallensaison sein für ordentlich Selbstvertrauen. Schussversuch hier. Abpraller landet beim VfB und jetzt ist der Ball im Tor. Tuncay Durna war es letztendlich nach Vorlage von Matthäus Tsigakas. Barkeeper blutet. Das war eine Situation davor, hatte mit dem Tor nichts zu tun. Hier aus einem Meter dann geschlagen. Noah Ahlers, der gerade behandelt werden muss. Ein Hanseate kennt keinen Schmerz. Der beißt ja auf die Zähne. Also 1-1. In dieser Partie 2-1 und der Abschluss, der war fantastisch. Tuncay Durna, wunderbar ins rechte obere Eck. Wir schauen uns das nochmal an. Hier der Fehler im Aufbau, klasse gesehen und dann ganz überlegt in die freie obere Ecke. So, der VfB dreht auf jetzt hier zum Ende der Partie. Hamburg mit der großen Möglichkeit hier. Verpasst. Yasin Rosani. Hamburger Nummer 11. Ja, Tatort passte nicht ganz. Schussversuch hier. Nochmal der Wechsel. Bei den Schwaben, Zeit ist angehalten. Langer Abwurf, klasse zurückgelegt. Nochmal ein weiter, das war fantastisch gespielt. Knapp 30 Sekunden. Hamburg würde den heutigen Turniertag mit nur einem Punkt aus 3 Spielen beenden. VfB mit 9 Punkten. Genau wie Arminia Bielefeld dabei. Schöner Abschluss hier, schön rumgezogen von Marcel Zim. 16 Sekunden. Hellstern nochmal mit dem langen Ball. Ein Ballbesitz für den VfB.
6 Sekunden. Stark! Stark! Fast aus dem Nichts und fast last second hier. Ebenezer Adossi mit dem Distanzschuss. Das hatte sich nicht wirklich mehr angedeutet. 2-2. Letzte Sekunde.